Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Vor dieser heutigen Folge muss ich eine Kleinigkeit loswerden, denn es gab während der Aufnahme ein paar technische Probleme. Die habe ich leider während der Aufnahme nicht festgestellt, beziehungsweise habe sie nicht feststellen können. Denn die Videospur, die mir Fraps aufgenommen hat, ist leider defekt gewesen. Beziehungsweise nicht komplett defekt glücklicherweise, aber einiges ist leider nicht mehr vorhanden. Ich habe den Grund dafür nicht erkennen können, ich weiß es bis heute nicht. Aber nichtsdestotrotz habe ich eine Kleinigkeit retten können, und zwar eine gute halbe Stunde. Und bei der wünsche ich euch jetzt dann ganz viel Spaß und im Anschluss hören wir uns dann gleich nochmal. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Herzlich willkommen. Wir starten einen neuen Run, und zwar nachdem wir gestern sehr erfolgreich mit Samson das Ganze erledigt haben, starten wir heute durch mit Lazarus, und zwar auch in Richtung Megasatan. Sprich, wir müssen wieder Keypieces sammeln, aber wir haben ein extra Leben. Wir haben ein Herz mehr, als hier angezeigt wird. Was nicht heißt, dass wir das schon am Anfang wegwerfen müssen. Klar spawnen wir dann mit ein paar Benefits, aber das müssen wir ja nicht unbedingt jetzt schon raushauen. Erstmal gucken wir den Item. Oh Gott. Wow. Wow, toll. Fängt ja richtig gut an, die Runde. Fängt ja richtig gut an. Komm, die verschwinden. Okay. Ein Schlüssel für den Item Room in der nächsten Ebene. Das gefällt mir. Da geht's nicht durch. Ich habe gerade völlig ausgeblendet, dass da ein Stein zwischendrin ist. Ich dachte, ich kann da rumlaufen. Tja. Hat nicht so ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber egal. Halb so schlimm. Halb so schlimm. Wir haben schon die Bombe für den potenziellen Engelsraum, den wir uns natürlich versuchen zu erspielen. So. Okay, jetzt können wir auch in aller Seelenruhe auch die Secret Rooms mitnehmen. Einer davon ist zu 99% hier, genau. Und wir kriegen immerhin ein Herzchen zurück. So, du musst mal ganz kurz hier weggehen. Danke, tschüss. Gut. Mann! Diese explodierenden Spinnen, ey. So, der andere müsste hier sein. Er ist nicht hier. Okay, dann lassen wir das Ganze sein. Kurz gehofft, dass wir hier in irgendeiner Weise eine Chance auf eine Engelsstatue direkt schon in der ersten Ebene haben durch den Super Secret Room. Aber gut. Alter, Tears Down war natürlich jetzt wieder eine Hiobsbotschaft. Alter, Mann. Wenn wir den Run halt schaffen würden, das wäre dann Siegesserie 3. Das wäre super. Ich will ihn jetzt nicht aufgeben. Oh, Mann. Warum kriegen wir in dem ersten Itemraum so ein Drecks-Item? Wirklich ein Kack-Item. Wortwörtlich. Und obendrauf auch noch Tears Down als Startpille. Komm, gib mir den Damage Boost. Das ist ja unglaublich. Weil lieber sterben wir jetzt schon und nehmen uns den Damage Boost mit. Wenn wir jetzt dann Leben kriegen, dass wir es dann direkt mit dem Damage Boost haben. Jetzt haben wir zwar kein übriges Leben mehr, das heißt, der ganze Vorteil, den uns Lazarus mitbringt, haben wir direkt in der ersten Ebene verschmeißen müssen. Aber erstmal müssen wir es überhaupt schaffen. Tears Down hat halt wirklich nicht geholfen. Hör auf, Spinnen zu spawnen, Mann! Oh, endlich! Da war ein Eternal Heart unter mir, das ich nicht gesehen habe. Okay.
Oh, okay. Okay. Haben Seals, das ist Range Up. Wir haben das durch das Eternal Hearts Health Up. Alles ist gut. Alles ist gut. Es ist noch nichts verloren. Es ist überhaupt noch nichts verloren. Alles ist gut. Das war knapp, als es sein sollte. Okay. Wir suchen natürlich genau diesen Raum hier und hoffen, dass diesmal was Besseres drin ist. Irgendein Damage-Tier-Modifikator oder Damage-Up oder irgendwas Cooles. Die Box of Spiders. Es ist immerhin besser als das, was wir hier haben. Aber es ist auch nicht das Wahre. Wenn ich einmal durchwerfen kann mit Geld oder Bomben, dann werde ich das tun. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, so wie wir aktuell sind, die Ebene durch. Und da ist ein kostenloses Item. Und wir kommen ran, da durch Burning Basement eine der Vasen zum Feuer geworden ist. Das ist... Oh. Vielleicht sollten wir das jetzt schon aufnehmen. Dass wir jetzt am Ende des Raums schon direkt einen Drop von der Lil Chest kriegen. So, erstmal wieder Red Heart Damage. Sehr gut. Hat gut geholfen. Ich habe tatsächlich nicht mal eine Ahnung, ob wir gerade einen Damage Boost haben oder ob das nur der Creep ist. Ich glaube, wir kriegen auch einen kleinen Damage Boost. Okay, zwei Schlüssel haben wir noch. Eine Bombe, die hilft uns nicht viel. Die sind aber auch so penetrant. So. Komm runter, wenn du meinst. Na komm. So, wir fahren mich hier noch ein bisschen Geld an am Feuer, damit wir uns ein besseres Item herwürfen können. Funktioniert das schon? Ja. Würde funktionieren, aber es ist jetzt... Ja... Komm, wir behalten das mal. Die AAA-Battery ist zwar nicht schlecht, aber gut. Ein Raum, der jetzt nicht so schwer ist. Glücklicherweise. Noch ein Schlüssel und noch mehr Bomben. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wieder eine Chance, den Engelsraum zu finden. Das kann definitiv nicht schaden. Und wenn wir den gefunden haben, was nicht sehr... wahrscheinlich ist. Wir brauchen entweder eine Hangman-Karte oder irgendein Item, das uns fliegen lässt. Da ist ein Tinted Rock und ein goldener Kackhaufen dahinter. Das ist extrem gemein. Okay. Dann versuchen wir unser Glück doch einfach mal hier. Oder hier. Okay, wir versuchen unser Glück nicht weiter. Das heißt, wir haben jetzt vier Münzen, das Item hier wegzuwürfeln. Ah, Lil Horns, ja. Das ist okay. Lil Horns, du darfst auch gerne mal loslegen. Und wir haben sogar tatsächlich die Schockverbindung bis zu Lil Horns. Das ist cool. Das kann tatsächlich noch helfen. Das macht zwar nicht den Überdamage, aber besser als gar keiner, oder? So, wir kriegen tatsächlich den Teufelsraum. Wir kriegen unseren Shot Speed wieder zurück.
Und wir sagen, oh, da wäre ein Flugitem. Tatsächlich, die Empty Vessel kann uns Flight geben. Aber natürlich sagen wir trotzdem, nein, danke, lieber Satan. Wir brauchen deine Hilfe nicht wirklich. Denn wir wollen eigentlich nur 2 Keypieces. Danach können wir uns gerne wieder über einen Deal einigen, gar kein Problem. Wir haben noch einen Versuch. Es könnte auch weiter in hier noch ein Super Siegpunkt sein. Hier ist er auch und es hat sich nicht wirklich gelohnt. Okay. Die eine Bombe behalten wir. Wir haben sonst 4 Schlüssel zwar. Wir könnten in den Shop, aber mit 0 Münzen lohnt sich das nicht wirklich. Das heißt, wir sind hier fertig und gehen einen runter. In die dritte Ebene. Mit meinem Lieblings-Curse. Curse of the Maze. Wenn wir noch eine weitere Bombe haben, dann werden wir hier definitiv uns die 5 Bomben holen. Das ist ganz klar. Also eine Bombe mehr und wir kommen an 5 ran. Das Curved Horn. Okay, sorry, aber das ist einfach meines Erachtens gut. Das ist Damage Up und das ist das, was wir eigentlich wirklich brauchen. Es war schön zu sehen, dass, dieses Trinket, was diesen Stromblitz zu unseren Followern bringt, dass das auch mit Little Horn funktioniert und dadurch teilweise quer über den Raum. Das ist gut zu wissen, aber Ace of Clubs. Pathrow. Wir haben einen kostenlosen Reroll für den Item Room. Und da war unser Red Hot Damage, weil ich wieder in den Schuss gelaufen bin. Und da oben ist der Paperclip. Warum werden wir jetzt mit guten Trinkets zugespammt? Warum? Shit. Okay, Kiste mit Münzen und einem Schlüssel und einem Item. Hätte man meinen können. Danke, Curse of the Maze. Bombs are keys. Das ist auch okay. Das ist auch absolut okay. 99 Bomben. Pathrow. Nope. Ja. Immer noch besser als nichts. Eine Elches-Rune. Mhm. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück und holen uns natürlich die Bomben. Alter. Dieses Curse of the Maze ist echt. Gut. Das wäre das. Nehmen wir das noch mit. Und Ace of Clubs. Wir bleiben natürlich bei der Elches-Rune. Und den Curved Horn. Und ja, wir gucken mal in den Shop. Steam Sale. Steam Sale wäre schon gut.
Wir kommen an genügend Münzen in diese Ebene ran. Das ist, wir haben die Möglichkeit dafür. Aber erstmal muss Forsaken sterben. Okay. Speed and Damage up. Okay. Wir haben leider keinen Raum gekriegt. Das heißt, wir können jetzt... War hier nicht noch eine Münze eingeschlossen irgendwo? Okay, dann können wir uns den Schlüssel hier noch holen. So. Ich hab... What? Wir sind gerade... Okay. Soll mir auch recht sein. Wir sind gerade kostenlos in den Secret Room gekommen. Dank Curse of the Maze. Auch in Ordnung. Ich beschwere mich ja schon gar nicht. Jetzt aber. Jawohl, wir haben so viel Glück. Perfekt. Dann haben wir Steam Sale. Und ab jetzt ist hier alles reduziert. Immer. Jetzt fehlt noch Restock und ein Steam Sale Drop von Greed. Und der Run ist gewonnen. So in etwa. Gut, dann... Gehen wir einen runter und... Nein, wir hätten... Aha, wir haben den... Wir haben den normalen Secret Room gefunden. Wir haben den Super Secret Room vergessen. Immer zweimal nachschauen, Matze. Immer zweimal nachschauen. Du vergisst sowas sehr gerne. Okay, das war wieder eine Chance auf den... Auf ein Keypiece, das wir links liegen lassen haben. Aber wir kriegen die einfach jetzt zusammen, ohne dass wir explizit nach den Super Secret Rooms Ausschau halten. Wir kriegen das jetzt einfach so auch hin. Kann doch nicht so schwer sein. Bomben haben wir glücklicherweise definitiv genug. So. Kiste, noch mehr Bomben. Da mangelt es uns definitiv nicht daran. Oh Gott. Das war wieder so dumm. Ich weiß. Ich weiß es doch selbst. Das war fucking lucky. Da. Noch eine Münze. Sehr schön. Lilhorn, tu, was du nicht lassen kannst. Vielen Dank. Ich bin gerade aus Versehen rein, aber auch okay. Blood of the Martyr nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Und wir schauen auch in den Shop rein mit Greed. Drop Steam Sale. Drop Steam Sale. Bitte. Es besteht die Möglichkeit. Mann, das wäre so schön. Dann fehlt nur noch Restock und der Run ist gewonnen. Schade. Aber wir haben für den nächsten Shop definitiv genügend Münzen jetzt. Ist der Bossraum. Wir haben doch bis jetzt noch keinen Red Heart Damage gekriegt. Das heißt, ich würde definitiv primär versuchen, direkt jetzt den Boss zu machen. Und den Rest der Ebenen später zu erkunden. Genauso wie den Super Secret Room. Oh, das ist einer der schrecklichsten Bosse.
Er ist fast nie verwundbar und diese blöden lila Kugeln kann man nicht zerstören, wenn er die einmal auf uns losschickt. Oh, permanentes Ausweichen ist Katastrophe. Ein Glück, dass er nicht viel Leben hat. Komm mal rauf. Oh, Gott sei Dank. Und unser erster Engelsraum. Na, sieh einer an. Belly Button, den nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Die Left Hand können wir auch mitnehmen. Lohnt sich das? Das lohnt sich vorerst, würde ich sagen. Wir kriegen die Crown of Light. Das heißt, wenn wir nicht getroffen, solange wir in einem Raum nicht getroffen wurden, haben wir die doppelte Anzahl an Damage. Solange wir nicht getroffen wurden. Okay, das ging ganz gut. Dann nehmen wir das hier mit. Und dann gucken wir hier noch. Okay. Ich sage, die Left Hand lohnt sich vorerst noch. Wir haben zwar jetzt effektiv ein Herz verloren, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Denn wir haben 9 Leben gewonnen. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr. Und jetzt holen wir uns hier noch das zweite Keypiece mit Ansage. Schade. Aber immerhin 3 Black Hearts. Und eine Karte Strength. Nee. Gut. Wir haben oben noch ein Räumchen. Das nehmen wir noch mit. Und ich weiß, glaube ich, wo der Secret Room ist. Genau hier. So, Schlüssel und eine Lemon Party Pille, okay. Eine Forget Me Now, wir könnten die Ebene neu starten. Das machen wir auch ganz sicher, aus dem Grund, weil wir das TNT fast nicht wirklich brauchen und einen Engelsraum am Ende der Ebene hatten. Und mit so viel Puffer kriegen wir garantiert Store Credit statt der Left Hand. Safe. Kriegen wir garantiert nochmal einen Engelsraum. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir eine Ebene mehr, kriegen ein paar Items mehr und... Okay, damit dürfen wir... Wir haben noch einen Boss-Challenge-Room. Moment. Wir haben noch einen Boss-Challenge-Room. Und vielleicht haben wir dann nicht nochmal Greed. Das, also ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, dass wir nochmal einen Engelsraum haben, aber man kann es ja mal probieren. So, gucken wir mal. Mr. Maw. Okay, jetzt machen wir nur noch halben Damage. Das ist sehr schade. Ja, wir kriegen das natürlich trotzdem hin. Okay. Hat sich nicht gelohnt. Okay. Gut, dann starten wir die Ebene neu. Wir haben sonst nichts mehr zu verlieren gehabt. Curse of the Blind. Toll, jetzt wissen wir nicht mal, welches Item wir kriegen. Balls of Steel, sehr gut. Something Strong ist mir egal. Okay. Das letzte Mal, als wir das gemacht haben, bei unserem ersten Run mit Isaac zu Mega Satan, hat das ja auch in der letzten Ebene mit dem Würfelraum sehr gut geklappt, der die Ebene neu gestartet hat. Da haben wir in der letzten Ebene beide Keypieces jeweils nach dem Boss gekriegt. Oder war es in der vorletzten Ebene? Auf jeden Fall war es verdammt knapp. Aber es hat funktioniert. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass es auch hier in diesem Fall eintrifft. Selbst wenn nicht, haben wir eine zusätzliche, beziehungsweise zwei zusätzliche Chancen auf... Oh Gott. Auf das Keypiece. Und das alleine... Wow!
Toll. Räume, wo man nicht ausweichen kann, die sind echt geil. Ich liebe sowas. So, was haben wir hier nochmal? Eine Powerpill, die brauchen wir nicht unbedingt. Wir schauen hier mal rein. Und wissen natürlich nichts, was wir kriegen. Spoon bei Homing Shots, das ist gut. Das ist okay. Der Effekt ist jetzt ein bisschen kaputt, weil mir hat das hellblaue leuchtende Ding besser gefallen. Okay. Erstmal die Bosse. Wenn ich schon 4 goldene Kisten kriege, dann schauen wir auf jeden Fall mal. Nochmal Mr. Maw. Okay. Ich würde sagen, bis jetzt hat sich das nicht gerade ausgezahlt. Aber jetzt alleine durch das Solar hier. Und im Endeffekt haben wir 1 oder 2 Schlüssel mehr. Alleine dafür hat sich schon gelohnt. Und eine Bombs-Arkies. Das machen wir auch, weil die 7 Bomben ja definitiv reichen. Vorerst zumindest. Oben ist noch eine Arcade. Also falls der Shop hier jetzt nichts ergibt, dann können wir die Arcade auch noch super benutzen. Hasse ich diese Viecher. Mann. So, dann gucken wir nochmal. Store Credit. Ja, ja, ja. Store Credit. Wir können uns ein Item kostenlos kaufen. Poke-Go. Okay. Was haben wir hier? Fanny Pack. Filled with Goodies. Okay. Wir können auch mal ein bisschen was spenden. Wie gesagt, wir wollen die Donation-Maschine ja auch noch ein bisschen voller kriegen, aber wahrscheinlich geht eh nicht alles rein, von daher, ja, habe ich schon gedacht. Den Rest belassen wir mal so. Wir haben in der Theorie ja auch noch eine Arcade. So, okay. Wir versuchen das Ganze hier übrigens gleich mal. Oder hier. Boah, komm schon, wirklich. Okay. Gut, den Lucky Rock nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Wenn wir jetzt irgendwelche Steine zerstören, springen Münzen bei rum. Und wir haben Steam Sale. Jetzt fehlt nur noch Restock und alles ist gut. So, jetzt gehen wir zum Boss und dann Guardi. Kein Problem. Engelsraum, Engelsraum, komm schon, bitte. Gar keiner! Oh, komm schon. Squeezy Tears Up ist gut. 2 Solos dazu ist auch gut. Wir haben noch eine Arcade. Und wir haben alle Möglichkeiten, an viel Geld zu kommen. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass wir gar keinen Raum gekriegt haben. Aber wir haben einen Keypiece. Das ist ja schon mal die Hälfte von dem, was wir brauchen. Aber wir gucken jetzt doch nochmal hier rein. Viel Geld, ganz ehrlich. Dann holen wir uns hier. Neben viel Geld. Vielleicht noch 1 oder 2 Pretty Flies. Das wäre mega. Oder aber auch einfach gar nichts. Außer einen Dollar. Okay. Okay. Ich bin still.
Ich bin absolut still. Okay, wir haben ein Item. Das Geld brauchen wir nicht unbedingt, aber okay, was haben wir hier? Samsons Chain, das ist sehr, sehr gut. Dafür brauchen wir jetzt nicht mal mehr... irgendwie Bomben, um an Geld ranzukommen. Wir können die Steine einfach mit der Chain totlaufen und... Pilz hier. Hammer nice. Den hier, der uns natürlich jetzt auch noch geschadet hat. Aber wir kriegen für jeden Pilz Geld. Also, Restock, ne? Ihr wisst's. Der zweite Steam Sale muss ja jetzt nicht mal mehr sein. Restock würde reichen. Dass wir uns nahezu endlos viele Items aus dem Shop kaufen können. Ja, das haben wir noch Glas. Leider nicht viel drin gewesen. Hätte ja nochmal ein Guppy-Item sein können. Eins haben wir ja schon. Fehlen nur noch zwei, dann wären wir Guppy. Guppy ist eine coole Transformation. So, was haben wir hier? Lemon Party. Feels like walking in sunshine und one makes you larger. Weder noch. Weder noch. Okay, ich bin mit unserem Damage soweit eigentlich sehr zufrieden. Okay, der Pushpin. Nee. Lucky Rock definitiv. Und dazu noch... Ach, shit. Und dazu noch das Curved Horn für den Damage. Das sogar... dank der Crown of Light nochmal verdoppelt wird, mehr oder weniger. Das ist eigentlich schon wirklich, wirklich gut. Ein Fortune Teller. Den können wir auch sehr gerne spielen für Soul Hearts oder andere Trinkets. Wenn wir natürlich sowas wie das Missing Poster kriegen würden, dann würden wir natürlich auch diesen Run hier opfern. Denn wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen neuen Charakter freizuschalten, der an ziemlich viel RNG gebunden ist. So. Zuallererst guck mal aber mal hier rein. Okay. Mom's Eyeshadow. Gerne. Charming Tears. Kann helfen. Muss nicht helfen. Ist auch relativ egal. No. Was will ich denn mit so viel Geld? Wir hätten es liegen lassen sollen und später aufnehmen sollen. Ich weiß, ist mir bewusst, aber... ganz ehrlich, wir haben eh keinen Restock, noch nicht. Von daher. Gut, das ging schnell. Fangen wir nochmal hier an. Was sind denn das für ekelhafte Geräusche? Oh Gott. Envy, Mensch! Lange nicht mehr gesehen. Dann treffe ich mich auch noch selbst. Schubdawupp als Spacebar-Item endlich mal. So. Wir können ja noch, weil es eh egal ist. Und weil potenziell Items drin sein können oder Trinkets, wie der Burn Penny hier, den wir allerdings wirklich nicht brauchen. Okay, wir schauen mal weiter. Wir suchen einerseits noch den Shop, andererseits noch den Bossraum. So, mehrere Batterien hier schon rumfliegen. Die Fledermaus ist schon wieder so dumm wie eh und je. Leider haben wir keins, hier, Solar gekriegt. Okay. Das machen wir auf jeden Fall. Ich
brauchen tun wir es leider nicht. Hier ist der Shop. Noch ein Bömmchen. Okay. Weder noch, aber wir haben halt die Reroll, ne? Dann können wir sowas kaufen wie There's Options. Wir können uns eine Blank Card holen, was sehr, sehr gut ist. Dann haben wir... Können wir, ich wollte sagen, Trigger, danke. Dann können wir sowas wie PhD holen. Nehmen wir es ab. Endlich sind die Pillen nicht mehr schlecht, das ist gut. Dann können wir eigentlich Mom's Coin Purse noch holen. Da sind wir auch noch Mom, geil. Makes you larger, Power Pill, Something Strong und Speed Up. Speed Up. Okay, dann haben wir hier noch Habit. Und wir haben ja ein bisschen Geld. Bunny in a Box. Dann haben wir hier Pandoras Box. Mit 4 Soul Hearts mal wieder. Dann haben wir nichts Interessantes. Und jetzt leider... So, das war also der kleine Rest, der von der Folge noch übrig geblieben ist. Gerade eben habt ihr noch gesehen, wir haben Restock im Shop gekriegt. Wir haben uns Restock natürlich gekauft. Wir haben sogar... Ach, bevor ich jetzt anfange, was wir alles gekriegt haben, ich zeige euch erstmal, wie der Run ausgegangen ist. Und zwar gucken wir rein. Und zwar schauen wir zum lieben Lazarus. Und wir haben Mega-Satan besiegt. Wir haben die Winstreak auf 3, so wie sich das gehört. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben... Wie gesagt, Restock im Shop gerade gekriegt und witzigerweise haben wir in der Chest im Secret Room gegen Greed gekämpft und haben den zweiten Steam Sale bekommen. Folglich hätten wir noch Shops gehabt, die Items kostenlos gekriegt. Wir waren, ja, also wie gesagt, das habt ihr nicht verpasst, logischerweise haben wir keine Shops mehr gefunden. Was haben wir denn noch alles gekriegt? Wir hatten... Zum Schluss die Blank Card mit einer Perthrow-Rune und haben alles weggewürfelt, was wir nicht wirklich gebraucht haben. Sowas wie Telekinesis haben wir dann gekriegt in der Chest als eines der 4 Items. Und Fire Raid Up haben wir noch gekriegt und viele, viele tolle Sachen. Aber ihr habt die Crown of Light gesehen, das ist so ziemlich das Wichtigste, was den ganzen Run beschreibt. Die Crown of Light in Kombination mit dem Curvetorn und dem und Cancer als Trinkets sind schon ziemlich krass. Das war schon echt gut und ja, wie gesagt, wir haben Megasatan besiegt, wir haben sogar das Blue Baby herausgefordert, wir hatten sogar noch Penny Tears, also wir hatten viel zu viel Geld. Viel zu viel Geld. Und nun gut. Ich hoffe nur, dass das jetzt kein Trend wird, dass mir Fraps die Videodateien kaputt macht. Ich will euch logischerweise schon die ganzen Runs zeigen. Aber heute, wie gesagt, ich will euch natürlich keinen einzigen Run vorenthalten. Aber leider ist die Videospur zu 2/3 fast defekt gewesen. Also der Anfang war noch da und dann, was ich auch überhaupt nicht verstehe, ich habe das File genommen, habe das versucht umzukonvertieren in ein anderes Format. Wahrscheinlich war nur der Header irgendwie falsch geschrieben worden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall waren die letzten 3 Sekunden der konvertierten Datei, die habe ich jetzt nicht mit dran geschnitten, aber das waren 3 Sekunden von der Aufnahme von vor ein paar Tagen. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden, aber es ist vollkommen egal. Wir haben die Winstreak auf 3, wir haben Megasatan besiegt, wir haben sogar, das würde ich auf jeden Fall noch erwähnen, die... Magic Fingers, dieses Item, Spacebar-Item, wo ich eine Münze hergebe und wir Damage an allen Gegnern im Raum machen. Ich glaube, Magic Fingers, Pay-to-Play heißt das Ganze. Das haben wir gekriegt. Wir haben die Blank Card nicht mit dem Bossraum genommen, fand ich ein bisschen sinnlos. Wir hatten 99 Münzen. Wir haben alle 99 Münzen durch die Magic Fingers rausgehauen und haben alle Phasen, wo irgendwelche, hier Miniboss-Gegner gespawnt wurden von Megasatan. Alle Phasen übersprungen. Wir haben die Reiter alle besiegt, wir haben die 7 Todsünden alle besiegt und wir haben die 2 gefallenen Engel. Alle mit den Magic Fingers hier platt gemacht. Und dann die letzte Form von Megasatan war dann auch noch relativ okay. Wir hatten zum Schluss, glaube ich,
neben den Eyeballs plopp, also diese Eyeball-Tears, dass die langsam durch den Raum gehen und sich gegenseitig so wie Billardkugeln abstoßen. Das hat man noch mit Penny Tears, mit der Crown of Light. Wir haben noch ein bisschen Damage abgekriegt. Wir haben noch Range Up von den Pillen gekriegt. Wir haben noch Tears Up von den Pillen gekriegt. Wie gesagt, wir hatten Cancer und das Curved Horn. Sorry. Wir hatten Cancer und das Curved Horn als Trinkets. Es war ein sehr verrückter Run. Ich hoffe dennoch, dass die Folge euch Spaß gemacht hat. Ihr habt leider nicht das epische Finale gesehen. Ich hätte es euch wirklich gerne gezeigt. Aber wir wiederholen das morgen einfach ganz normal mit ihnen. Morgen versuchen wir es mit ihnen. Und morgen haben wir nochmal so einen raus. Das machen wir. Und dann bringen wir die Winstreak hoffentlich auf 4. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, Freunde. Euer Matze. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Macht's gut. Ciao.